Hallo meine Lieben, und da bin ich schon wieder. Und heute ist schon Türchen 5 dran. Ich freue mich. Man kann ja schon ein bisschen sehen, was die Dicky da verpackt hat. Aber ich habe vorher mal eine Frage an euch. Und zwar bin ich am Überlegen, wegen der Überschrift, ob es nicht reicht, wenn ich jetzt ab morgen nur noch Türchen 6, Türchen 7 und so weiter schreibe. Weil eigentlich wisst ihr ja jetzt schon, von wem der Kalender ist, also von wem ich den bekommen habe. Und den Buchstaben, das wisst ihr ja auch schon. Das habe ich ja auch alles im Türchen 1 Video erklärt. Und das ist, bin ich echt am Überlegen, und vielleicht mag das mal der eine oder andere in die Kommentare schreiben, wie es ihm gefallen würde. Ob ich die Überschrift beibehalten soll oder ob es reicht, dass ich nur noch schreibe, um welches Türchen es sich handelt. Wäre lieb, wenn ihr mir da ein bisschen bei der Entscheidung helfen würdet. Und das würde ich dann morgen so umsetzen, okay? Danke. Würde mich freuen, wenn dazu jemand was schreiben würde. So, und nun fangen wir mal an. Also erstmal sehe ich schon, hat sie mir hier wunderschöne Papierblumen eingepackt, in so rosa. Ich weiß nicht, an welchem Faden ich jetzt gerade ziehen muss, damit die Schleife aufgeht. Ja, oder? Doch, war der richtige Faden. Nicht nur das, darunter ist auch noch ein Päckchen. Wann kommt her, ich will ich behalten. Bleibst mir hier nirgendwo kleben. So. Einmal diese wunderschönen Rosen. Oh, damit kann man so viele Sachen verzieren. Machen wir das hier ab, damit wir das besser sehen können, ne? Haben wir jetzt gesehen, dass ich das richtige Päckchen habe, ne? So, toll. Die sind ja schön. Dankeschön. Vielen Dank, Niki. So, und jetzt hat sie noch ein Päckchen darunter gepackt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin so begeistert, wie man das alles aufkriegt. Schaut mal, da reißt nicht gar nichts. Der Tesafilm lässt sich hier so schön lösen, ey, klasse. So, dass man das Papier auch wirklich noch weiter verwenden kann. Karteikarten. Ah. Ja, da kann man auch viele schöne Sachen machen. Habe ich schon in einigen YouTube-Videos gesehen. Ich werde mir jetzt weitere anschauen. Also vielen, vielen Dank. Klasse. Dankeschön, Niki. Ich bin so gespannt. Ich weiß nicht mal, was ich bei dir reingepackt habe. Ich freue mich auch mal, wenn du jetzt ein Video hochladest. So. Dann. Moment, jetzt will ich wieder überlegen. Oh, mein Kopf. Rosa sind die Buchstaben drin, die ihr noch zu sehen bekommt. Genau. So. Jetzt sind wir hier noch mal ein bisschen rum. So, welchen Buchstaben habe ich gezogen? N. Heute bekommt ihr das N. So, wieder abhaken. Weil wie gesagt, gestern wäre mir beinahe das Missgeschick passiert, dass ich es in eine falsche Dose gepackt hätte. Aber dadurch, dass ich es ja abhake, hätte ich ihn ja schnell wieder rausgefunden. So. So, das war es heute schon wieder, meine Lieben. Wir sehen uns dann morgen wieder, und denkt dran, helft mir bei der Entscheidung, wie ich das jetzt mit der Überschrift handhaben soll. Ob es reicht, wenn ich mich kurz fasse mit nur der Nummer von dem Türchen, oder ob ihr das lieber hättet, dass ich die Überschrift, die ich jetzt bis jetzt verwende, bis zum Türchen 24 weiterverwende. Würde mich freuen, wenn dazu jemand was schreiben würde. So, dann bis morgen. Bye.